Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Total War Attila auf sehr schwer mit dem Weströmischen Reich. Wir sind am Ende unserer Runde, auch wenn noch Kapital da ist, aber ich versuche es gerade so ein bisschen zu halten, das Kapital, und das nur einzusetzen für die eroberten Kriegsgebiete, weil da brauchen wir auf jeden Fall viel Kohle nachher, um das zu korrigieren. Wir haben mit den Pikten inzwischen ein Bündnis, also nicht ein Bündnis, aber wir haben Heiraten arrangiert, die in beide Richtungen gingen. Das soll das so ein bisschen entspannen. Die Jütten sind inzwischen unsere Waren, also beziehungsweise nicht mehr mit uns kriegerisch aktiv, haben aber uns eigentlich verraten als Klientel-Königreich. Und ja, die Franken machen das, was die Franken schon vorher gemacht haben. Ein einfacher Tribut. Nix. Mehr erwarten und benötigen wir nicht. Dann können wir gerechte Worte wechseln. Okay. Mache ich halt Frieden mit euch. So, dann bauen wir mal direkt um. Guck mal, wir haben direkt eine Fischerei. Adligen Anwesen. Toll, das wäre die Garnison bei mir. Heerbahnzentrum, das können wir auch direkt wegpfeffern. Ja, der Anführer von denen hat sich schon verkrümelt. Wir werden niederkauern vor der Macht Roms. Dann holen wir halt mittlere Belagerungstürme raus. Sind wir in zwei Runden drin. Und sonst hat er seine Truppen auch alle zurückgezogen. Hm. Ach, hier haben wir eine Pattsituation. Lateinische Christentum wächst nicht mehr. Erlauben wir das mal. So, wenn wir die Armee ausgebaut haben, haben wir kein Geld mehr. Machen wir es einfach so. Jetzt haben wir 2900. Du kannst nochmal hier Armee behindern. Oh, ist kritisch gescheitert. Wie kann ich dem römischen Volke dienen? So, wen haben sie als Verbündete? Gallien. Da bin ich mal gespannt, ob die Gallier. Die Krieger sehnen die Chance herbei, sich zu beweisen. Euer Blut wäscht ihre Jugend. So, die Geier haben das nämlich sein gelassen. Die wollten nicht für die Vandalen in den Tod ziehen. Da wir schon lange keine Schlacht mehr hatten, die ist natürlich jetzt auch überlegen. Weil uns die Garnisonsarmee unterstützt. Und natürlich, die Vandalen sind schon ziemlich angeschlagen. Aber das kriegen wir ja wohl hin. So. Die Auxilia schützen. Unsere Bogenschützen. Das General geht dahinter. Euch mixe ich alle.
Die kommt ganz nach vorne. Das Beste ist, die andere Kampftruppe kommt sogar von hinten. Bei Christus, selten bin ich so zuversichtlich in eine Schlacht gezogen. Warum sollte ich auch anders denken? Ganze Söhne Roms! Doppelte Geschwindigkeit! Unsere Verstärkung ist eingetroffen! Na super. Der Feind nähert sich. Wir haben die Oberhand erlangt. Auxilia Palatina! Ah ja, das ist ein bisschen doof gelaufen mit dem Positionieren. Ah, passt schon. So, ihr bitte alle darunter. Hab keine Angst. Meine Güte. So, stellt euch zur Seite hin auf. Ihr auch. Ihr müsst auf jeden Fall die Schützen schützen. Toller Satz, oder? Rein da. Legt direkt daneben. Versteckte Truppen. Wir sind in einen Hinterhalt geraten. Genau, ihr könnt mal alle hier total geil den General ausschalten. Wenn der sich schon so beschissen da hinten hinstellt. So, ihr müsst keine Angst haben, ran da. Ihr General wurde getötet. Hervorragend. So, ihr alle nach da vorne. So, haltet erstmal die auf. Dann geht er von der anderen Seite da rein. Ihr geht darüber, ihr geht dahin und blockiert das. Hattet ihr ein Ziel, ihr geht dahin dann. So, dann feuert man auf die. Vorsicht! Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Tja, ein paar mehr Reiter wären gerade schon cool gewesen. Aber man kann ja nicht immer alles haben. Das ist auch wieder so geil, dass die stehen bleiben, ne? Der läuft 1 Zentimeter weg von meinen Truppen. Dann bleiben die stehen und führen den Angriff nicht weiter aus. Oder das hier, dass sie einfach stehen bleiben. Na komm, der hat doch eh nichts mehr. Ran da und schlachte ihn einfach ab, danke. Sehr schön. Bei den Göttern. Der Sieg ist nur Momente entfernt. Der Sieg ist schon erreicht, mein Freund. Hm.
übernehmen wir die Krieger. Marsch. Zu euren Diensten. Gut. Schafft aber die Straße noch, sie zu erreichen. Das sollte es mit der Fraktion gewesen sein, oder? Ja, das war's. Die Vandalen sind platt. So, da hatten wir jetzt die Werkstätten abgerissen. Jetzt lass mich mal gerade überlegen, warum ich das gemacht habe nochmal. Die Felder wollte ich auch loswerden, ne? Können lieber noch ein Forum hier bauen. Da lässt sich viel mehr Geld rausholen. So, die Schafsherde hatten wir auch abgerissen. Therm, lateinische Kirche. Dann haben wir hier den Versammlungsplatz gebaut. Können wir jetzt gerade noch nicht weiter ausbauen, weil Kohle knapp. Der ist in 2 Runden fertig mit der Armee. Die Belagerung braucht jetzt auch noch hier seine Zeit, um die Belagerungstürme fertigzustellen. Sie werden niederkauern vor der Macht Roms. Und dem Charakter müssen wir hier noch was zuweisen. So, minus 3. Religiöse Differenzen, das wird ja auch noch besser. Bam, bam. Ich habe nichts mehr zu trinken. Der Proof verdurstet. Ich spüre schon den Staub in der Kehle. Eigentlich müsste in Italien will ich meine eine Werkstatt bauen. Afrigiden sind tot. Frigide und gestorben. Die Loyalität des Mannes wankt. Weil? Enterbt. Warum habe ich den denn enterbt? Einflussreicher als Herrscher. Das können wir auch schnell ändern. So, Geld veruntreuen. Du machst dasselbe. Du nicht, aber wir werden mal die Loyalität sichern von dir. Du sicherst die Loyalität von ihm. Du auch von ihm. Ich glaube, weiß gar nicht, ob das so dann funktioniert an der Stelle. Ach du Kacke, wir haben zurzeit überhaupt niemanden in irgendeinem Amt. Das mit der Loyalität müssen wir noch machen.
guck nur gerade, wo wir die alle noch unterbringen können. So viel dazu. So, dann werden wir da den lateinischen Schrein erstmal eben aufbauen. Militärbelagerung Leptis, das wissen wir. Die Siedlung wird belagert. Müssen wir eh zwei Runden warten. Obwohl ich glaube, in zwei Runden haben wir den da unten auch schon ausgelöscht. So, da waren die Steinmänner mal kurz eingedrungen. Sind aber wieder abgehauen. Wir haben die... Ach, die Asia lebt wieder. Das ist doch mal schön. Wir müssen die Kirche hier bauen, weil... Es gibt hier nichts. Also es gibt hier, im Moment haben wir so einen guten Christentumwert, weil wir hier den, den netten Herrn stehen haben. Den netten Priester von uns. So, du gehst mal nach oben nach Brigantium. Und dich ziehen wir mal, wenn du schon gerade hier unten bist, nach Ansturica rein. Dann werden wir mal ein bisschen Ordnung schaffen hier. Plus 18. Dass endlich mal die Kacke da stabilisiert ist. So, Reiter. Dann brauchen wir hier ihn hier, den Infanterieplatz. Das lateinische Christentum wächst. Na komm, na komm! Dreh dich schneller, Rad. Dum 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 dum. Der Herrscher dieser Welt. Erlass ausstellen. So, nächste Runde sind die fertig. Boah, meine Arbeitskraft ist ja so richtig scheiße, ne? Als wenn ich hier 20 Jahre Zeit habe, die Stadt zu belagern. Sie werden niederkauern vor der Macht Roms. So, der ist schon mal kaputt. Wie sieht das aus mit der... Lateinische Christen wächst gerade. Färbewannen. Ach, Purpurfarbe gibt's hier. Ja, tut mir leid, die müssen wir machen. Irren Plünderer. Ich bin ein Schatten.
Naja, du gehst jetzt mal nach Süden. Was du nicht alles willst. So, da haben wir das Forum jetzt abgeschlossen. Dann nehmen wir mal den hier rein. Lateinische Christen wird auch gerade nur durch den Priester unterstützt. Dann bauen wir noch die Kirche. So, jetzt schauen wir nochmal. So, du sicherst jetzt die Loyalität von ihm. Du wirst Gelder veruntreuen. Du wirst die Beliebtheit von ihm verringern. Er ist Statthalter. Ja, wir brauchen relativ viel Sicherung der Loyalität in den Reihen. Weil die werden angepisst sein, weil der ein oder andere hat natürlich jetzt keinen Rang bekommen, beziehungsweise kein Amt. Und schon ist die Loyalität da am Abkacken. Wie kann ich Rom dienlich sein? Sollte die vierte Armee fertig sein in Norditalien. Kann auch sein, dass es jetzt schon eine Runde später ist. Oder habe ich die schon runtergeschickt? Ich glaube, ich sollte langsam aufhören zu spielen in der Session. Mein Kopf tut schon weh. Ich kann mir nicht alles merken. Ihr habt Angst vor uns. Ich sehe es in euren Augen und rieche es an euren Gestank. Und recht habt ihr. Der Krieg kommt! Ihr wollt gegen mich Krieg führen? Seid ihr nicht total doof? Ihr seid in meine Familie eingeheiratet. Unsere Generäle wollen dieses Volk angreifen. Würde dies mit eurem Vorhaben einhergehen? Die haben noch nicht mitbekommen, da ich mit den Pikten schon Krieg habe. Ich will euch. Aber ich mach das jetzt, weil dann sagen die, cool. So, der hat Gelder veruntreut. Kann er auch direkt wieder machen. Du kannst Unterstützung sammeln. Du solltest auch ein paar Gelder veruntreuen. Du kannst die Loyalität mal von ihm sichern. Verspreche ihm einfach irgendeinen Scheiß.
So, Einwanderung kontrollieren. Bau abgeschlossen, Garnisonslager. Das war aber ein Umwandeln in Garnisonslager. Sorry, aber so leichte Schlachten nehmen wir so mit. So, haben wir die Siedlung besetzt. Dann können wir hier unten die auch direkt besetzen. Da scheinen die Truppen einfach direkt aufgegeben zu haben. Das ist gut, dass wir das umwandeln können. Hier dasselbe. Was haben wir hier? Das Ausrüstungslager. Das können wir abreißen einfach. Den Palast wandelt man um. Ah, sehr schön. Das reparieren wir also auch. Den Militärhafen würde ich in Fischereihafen nächstes Mal umwandeln. Werden wir aber auch erstmal reparieren. Kamelhof. So viel erstmal dazu. Ja, der hängt immer noch auf plus 0 hier, ne? Einwanderer minus 9. Reduziert Migration. Ich überlege gerade. Charaktere plus 3. Ja, das ist super. Nämlich, ich werde den Statthalter aus Rom abziehen. Ach, der braucht jetzt erstmal eine Runde, um zurückzukommen, ne? Und dann setzen wir halt den da ein. So, erstmal hat er jetzt plus 1 und dann werden wir... Moment, nicht die Korruption senken. Oder? Doch, machen wir mal die Reduzierung der Migration. Weil das ist eigentlich ein Problem hier in der Provinz. Das mögen die überhaupt nicht. Oh Mann. Oh, wir sind zum Imperium angewachsen. Toll, jetzt kann man sogar einen Statthalter mehr machen. Ja, du darfst gerne heiraten.
So, mehr Loyalität, Kontrolle. Gelder veruntreut. Aber sie verlieren ihre Points da. Total super. Jetzt könnten wir für Italia den wieder einsetzen, den Statthalter, ne? Unsere Forschung ist auch abgeschlossen. So, gucken wir mal. Jetzt hat der Einwanderung immer noch auf 9. Das sollte sich aber ändern. Nächste Runde. Ich weiß nämlich, ich habe das mit den Reduzieren der Migration noch nie gemacht. In der Fraktion, das, beziehungsweise in der... Ach, in der Fraktion sage ich schon. Das als Erlass einzugeben. So, setzen wir ihn wieder ein in Italia. Weingut. Korruption minus 1%. Aktionskosten reduziert, Wohlstand auf Kulturgebäude. Integrität plus 1. Minus 10% für Kavallerie, für Fernkampfeinheiten. Nehmen wir den mal eben mit, oder? Zeig mir mal eben genau die Ressourcen. Da oben haben wir Blei. Da unten haben wir Farbe. Wein, Wein, Felle und da haben wir auch wieder Blei. Na toll. Also es wäre ich in Großbritannien der einzige Ort, wo ich Blei herkriegen könnte. Da oben habe ich natürlich gar nichts. So, bauen wir den auf. Persische Akademie. Da bauen wir das Nahrungsimporium. So, den können wir noch reparieren. Das machen wir nächste Runde mit den Fischereihäfen. Wo wir den einen frei haben, können wir das Kapitol hinbauen. Oder bauen wir danach eine Kirche hin. Kirche wäre wahrscheinlich besser für die Region. Wir hungern nach einer Schlacht. Dann warten wir nämlich die Runde. So, die Armee ist fit. Dann gib mal Stoff und schick die nach unten. Der hat wieder ein Level up. Puh. Wir sind am Ende unserer Zeit auch wieder. Also, Freunde der Spiegeltour, schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Total War auf sehr schwer mit dem Weströmischen Reich. Viel Mikromanagement-Geschichten. Aber so viele Jahre sind es auch nicht mehr, beziehungsweise Züge. So, das haben wir gemacht. 2500 an die Hunden entrichten. Vandalen in die Kriegerkette haben wir auch gemacht. Die Franken, Militärpräsenz bei uns. Schlagt einen Bürgerkrieg nieder. Der muss ja erstmal kommen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Bis zum nächsten Mal. Unterstützt mich doch mit Like oder Kommentar. Bis dahin, ciao. Euer Doc.